Moin Leute, heute mache ich mal mit meinen Racing Aerox weiter. Und zwar habe ich mir hier einen Temperaturfühler besorgt. Das ist der Mini-LCD-Temperaturfühler von Stage 6 für die wassergekühlte Version. Dann gibt es noch den Durchlaufkühler, den werde ich heute auch noch einbauen, aber dazu später mehr. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Temperaturfühler. Und zwar, ist ja ein Rennroller und darum möchte ich da gerne eine Temperaturanzeige haben. Bin bisher ohne ausgekommen, aber ja, ich finde das ganz wichtig, das im Auge zu behalten, weil nachher ist die Wasserpumpe kaputt und man fährt dann einfach weiter, weil man das nicht merkt und ratzfatz ist der Zylinder im Arsch. Und ja, darum werde ich jetzt den Temperaturfühler einbauen. Wie man sehen kann, hat die Temperaturanzeige zwei Anschlüsse. Das eine ist für die Stromversorgung, schwarz und rot, plus und minus, ist ja klar. Da habe ich hier einmal, das ist auch von Stage 6, ein Akkupack. Da ist eine normale 9 Volt Batterie drin und die kann man dann einfach hier anschließen für die Stromversorgung. Das habe ich aber auch nur, weil ich ja ein Racing Aerox habe und der hat ja eine Innenrotorzündung und darum habe ich keine Batterie und kann auch keinen Strom produzieren. Und weil der natürlich Strom braucht, brauche ich natürlich auch eine Stromversorgung und darum habe ich mir diese kleine Batteriebox gekauft. Wenn ihr eine normale Batterie habt, dann könnt ihr die einfach an die Rollerbatterie anschließen. Das wird dann irgendwie zwischen das Zündschloss angeschlossen, damit das auch ein- und ausgeschaltet wird mit dem Zündschloss, damit ihr da nicht extra noch einen Schalter einbauen müsst. Aber das werde ich jetzt natürlich nicht machen, weil, wie gesagt, ich habe das nicht. Und ja, zum zweiten Anschluss, das ist der Wärmefühler, der Temperaturfühler. Der kommt in den Zylinder rein. Ich werde gleich zeigen, wo. Der wird auch einfach hier angeschlossen. Ich kann das mal zeigen. So, jetzt mache ich hier den Schalter auf On. Und schwupps, zeigt er mir die Temperatur an. 15 Grad. Und ja, ich zeige jetzt mal, wo der hinkommt, der Temperaturfühler, und wie der angeschlossen wird. Und dann, ja, legen wir einfach mal los. Das ist unser neuer Temperaturfühler. Der muss hier rein. Aber da steckt noch der alte Temperaturfühler drin. Im originalen Tacho ist ja so ein rotes Lämpchen, was aufleuchtet, falls der Roller mal zu heiß werden sollte. Und dieser Fühler, der ist das. Der ist normalerweise mit einem Kabelbaum verbunden, aber ja, wie gesagt, ich habe gar nichts mehr an Elektronik, bis auf die Innenrotorzündung. Und ja, der muss jetzt erstmal raus. Ich habe den schon mal mit einem Schlüssel gelöst, damit ich den jetzt per Hand rausdrehen kann. Und natürlich wird auch gleich Wasser rauskommen, was ich auch ablassen werde. Oh. Alles schön mit einem Eimer brav auffangen. So, das ist jetzt der alte Fühler. Und jetzt drehen wir einfach unseren neuen hier rein. Komm schon. So, passt. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Ich werde das mal vorspulen. Der Temperaturfühler ist jetzt drin und er muss jetzt nur noch angeschlossen werden. Hier nochmal die Strombox von Stage 6. Hier ist eine Klappe, die kann man einfach aufmachen. Und dann sieht man hier die 9 Volt Batterie, die kann man einfach austauschen, wenn die leer ist. Und ja, wie gesagt, ich brauche das, weil ich keine normale Batterie im Roller habe. Und ja, also falls ihr eine Innenrotorzündung habt und trotzdem Tachos verwenden wollt, dann kann ich euch dieses Ding nur empfehlen.
Gibt es bei Scooter Attack, hat glaube ich 10 € gekostet oder so. Kann man sich aber auch ganz einfach selber basteln. Ist eine ganz normale 9-Volt Batterie drin. 9 Volt, nicht wundern. Die Rollerbatterien haben 12 Volt, aber die Tachos funktionieren trotzdem damit. Ich schließe jetzt mal die Kabel an den Temperaturfühler an. So, das hier ist für die Stromversorgung. Das kommt hier dran. An das rot-schwarze Kabel. Das weiß-gelbe Kabel wird mit dem Kabel verbunden, was zum Temperaturfühler führt, den wir in den Zylinder eingeschraubt haben. So, und jetzt verlegen wir mal das Kabel. So. Das ist jetzt das Kabel von unserem Temperaturfühler. Und hier ist das Kabel, was zur Temperaturanzeige führt. Einfach zusammenstecken. Ich werde das gleich nochmal ordentlich befestigen. Aber erstmal werde ich hier das Kabel für die Stromversorgung verlegen. Die Batteriebox, die werde ich übrigens ins Helmfach verlegen, weil sich das einfach platzmäßig am besten anbietet. Zusammen mit dem Tacho gibt es auch diese klebbaren Klettverschlüsse. Die kann man einfach aufeinander stecken und dann kleben die super zusammen. Die eine Hälfte kommt da drauf, wo ihr das Tacho hinhaben möchtet, zum Beispiel auf die Verkleidung, auf den Lenker, egal wo. Und die andere Seite, die kommt einfach hier hinten drauf. Und dann könnt ihr das Tacho jederzeit abreißen und wieder dran kleben, so oft wie ihr wollt. Und das werde ich mir auch jetzt zunutze machen. Und zwar hatte ich mir nämlich überlegt, dass ich mein Tacho hier drauf setze, auf die Bremszylinderabdeckung. Und ich möchte natürlich noch irgendwann mal Öl nachfüllen oder die Bremse entlüften. Und damit ich an die Schrauben hier raufkomme, werde ich jetzt einfach die beiden Ecken hier abschneiden. Zwei. So. Und jetzt passt das super. Das werde ich jetzt auch direkt ankleben. Ist einhändig ein bisschen schwer. Ich stelle die Kamera mal eben ab. So. Aufkleber abmachen. So. So, jetzt ist der Klettverschluss befestigt und ich komme trotzdem noch an die Schrauben dran. Ich mache jetzt die andere Seite ans Tacho und dann kann das befestigt werden. Beide Seiten sind beklebt. Jetzt kann ich das hier einfach so draufstecken. Und schwupps sitzt das stabil fest und ich kann es jederzeit abreißen. So, ich habe jetzt das Kabel ordentlich verlegt und das sind die Milliarden an Kabelbindern, die ich dafür verwendet habe. Ich habe das Kabel, das geht hier oben rein. Mit der hinteren Bremsleitung geht das zusammen nach unten, hier vorne lang, kommt dann hier unten raus. Hier ist es. Und das habe ich dann erstmal bis hier hinten verlegt. Hier ist das Stromkabel, das Kabel für den Temperaturfühler. Ist das da? Das geht hier lang. Und ja, jetzt werde ich mal die Batterie anschließen und dann werde ich mal gucken, ob es funktioniert. So, die Batteriebox ist angeschlossen, jetzt kommt die ins Helmfach rein.
Jetzt noch alles befestigen. Ich muss noch mal gucken, ob ich mir da noch mal eine ordentliche Halterung für baue. Aber so geht das erstmal mit Kabelbindern. Das ist übrigens die Zündspule von der Innenrotorzündung. So, jetzt noch die Reste abkappen von den Kabelbindern. Thermostat ist angeschlossen. Jetzt müsste ich mal gucken. Schalter an und es funktioniert. 18 Grad. Ich mache den Motor gleich mal an, um zu gucken, ob der funktioniert. Aber jetzt kommt erstmal der Durchlaufkühler. So, das ist jetzt der Durchlaufkühler. Was ist der Durchlaufkühler? Wie der Name schon sagt, das ist ein Kühler, durch den das Wasser direkt durchläuft. Das heißt, der hat keinen großen Behälter. Man sieht das auch. Das Wasser läuft da direkt durch, ohne irgendwie einen Auffangbehälter zu haben oder sonst was. Der wird einfach in die Kühlleitung irgendwo mit eingebaut, wo ist eigentlich egal. Nur es sollte natürlich möglichst im Fahrtwind liegen, weil ja hier diese Kühlrippen sind und die werden wie bei einem luftgekühlten Zylinder, der ja auch diese Kühlrippen hat, vom Fahrtwind gekühlt. Über den gibt es viele Gerüchte. Viele sagen, der ist unnötig, der bringt nichts. Viele sagen, der bringt was und ja, da gibt es gespaltene Meinungen drüber, aber ich schätze mal auch, viele bauen den an, ohne darauf zu achten, dass der auch Fahrtwind abbekommt, weil wenn man den jetzt hier anbauen würde und ich habe einen Unterboden dran, dann kommt da kein Fahrtwind dran und dann stimmt es, dann würde der gar nichts bringen. Und ich habe mir gedacht, ich baue den hier an, weil hier bekommt der ziemlich viel Fahrtwind ab, weil ich ja keinen Unterboden drunter habe, weil ja, Racing Aerox, ich brauche keinen Unterboden. Außerdem komme ich auch besser an Zylinder dran und an all den anderen Kram. Und da würde der auch nur stören. Und ja, ich werde jetzt einfach mal die Kühlleitung kappen und den einfach mal dazwischen setzen. Ohne Scheiß, ich habe nichts Besseres gefunden als eine olle Küchenschere. Aber das müsste eigentlich auch gehen. Ich werde jetzt erstmal die Kabelbinder kappen. So. Und ich werde das jetzt an dem Schlauch machen, an den oberen, weil der noch zur Wasserpumpe hingeht, aber eigentlich ist das scheißegal. Auf die Höhe werde ich den jetzt setzen und darum werde ich jetzt hier einfach mal anschneiden. Aber da ist noch Wasser drin, darum muss ich vorsichtig sein, weil ich will ja nicht kleckern. Das geht sogar mit der Schere. So. Noch das restliche Kühlwasser. Da kommt nachher Neues drauf. Ich werde jetzt erstmal die Kühlleitung etwas kürzen, weil wenn ich sonst den Durchluftkühler einfach anschließen würde, dann wäre der Schlauch zu lang. So. Ich mache das jetzt so ungefähr. Der kann ruhig ein bisschen länger werden. So schlimm ist das nicht. Geht recht gut. Die Schlauchschellen, die habe ich ganz vergessen. Am besten vorher über den Schlauch ziehen, weil dann müsst ihr die nicht ganz auseinanderbauen, die Schlauchschellen. So, ich versuche jetzt den hier noch drauf zu kriegen. Ja. Komm schon.
So, jetzt kommen die Schlauchschellen endlich drauf und dann war es das eigentlich schon. Also mehr ist das mit dem Durchlaufkühler nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Durchlaufkühler wirklich was bringt, aber wenn, dann ja, wäre geil, und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dafür sieht es gut aus. Einfach mal probieren, der war nicht so teuer, ich dachte, ich probiere das einfach mal aus. Und wie gesagt, wenn es nicht klappt, dann ist auch nicht so schlimm. Nur angeblich soll das die Kühlwassertemperatur nochmal um ein paar Grad senken. Wie viel stand da nicht bei? Da stand einfach nur um ein paar Grad. Mal hoffen, dass das klappt. Aber der ist nicht teuer und auch sehr einfach zu montieren, wie ihr seht. Und darum, ja, probiert es einfach aus. So, das ist er jetzt. Im eingebauten Zustand. Nicht sonderlich spektakulär. Aber im Einbau sehr einfach und auch recht günstig. Und ja, jetzt werde ich mal mein Thermostat ausprobieren. So, ich habe jetzt nochmal schnell die Verkleidung drauf gemacht. Und ja, Kühlwasser ist drauf. Verkabelung ist fertig. Temperaturmesser sitzt fest. Das ist nochmal, jetzt kann ich das mal eben zeigen. Und zwar hier das Klettverschluss. Einfach abziehen. Und jetzt komme ich super an die Schrauben dran. Und wenn ich fertig bin, kann ich das einfach wieder draufsetzen. Finde ich eigentlich eine schöne Erfindung. Ist eine feine Sache. Kann man so oft abreißen und dran machen, wie man will, und sitzt bombenfest. So, ich mache jetzt mal eben Schalter an. Wir haben jetzt 19,2 Grad und ja, dann werde ich den Motor einfach mal anmachen. So, Benzinhahn auf, Schok. Killswitch dran. Das ist übrigens ein Zündunterbrecher für die meisten. Die meisten müssten das eigentlich kennen von euch, aber für die, die es nicht wissen, den macht ihr euch einfach ans Handgelenk. So dran. Und wenn ihr jetzt euch auf die Fresse packt oder vom Roller stürzt oder sonst was, dann reißt sie dieses Band ab und dann ist die Zündung unterbrochen und der Motor geht aus. Aber das wollen wir jetzt natürlich nicht. So, wieder dran das Teil. So, ich habe den Roller jetzt ein bisschen laufen lassen. Und wie ihr seht, 45,9. Und hier oben ist so ein kleiner Knopf. Wenn ihr da jetzt drauf drückt, dann seht ihr die höchst gemessene Temperatur. Da steht ja auch Highest, 52,6. Das war die höchst gemessene Temperatur gerade. Und das ist die aktuelle Temperatur. Also drücken, höchst gemessene Temperatur. Und das ist die aktuelle Temperatur. Und wenn ich jetzt den eben ausschalte, ich zeige das mal eben. Aus, an, dann steht da jetzt wieder aktuell 43,5, und wenn ich jetzt aber wieder hier drauf drücke, dann ändert sich nichts. Also nur noch dieser minimale Unterschied, weil der jetzt abkühlt. Diese 53 Grad, was da vorher stand, ist jetzt wieder gelöscht. Ich habe den jetzt einfach mal nur so im Stand laufen lassen. Natürlich erreicht er ein bisschen höhere Temperaturen als nur 50 Grad. Aber wie gesagt, ich habe das nur gemacht zur Demonstration. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da und bis zum nächsten Mal.